Leute! Willkommen zu einem brandneuen Video über Geisterforschung. Wir sind heute zu dritt auf Geisterforschungsmission. Das sind zwei weitere Geisterforscher und sehr, sehr gute Freunde von mir. Einmal mein Seelenbruder Chris und einmal mein bester Freund Frank. Und heute werden wir zu dritt eine Geisterforschungsmission in der Geistervilla machen. Let's go! Let's go! Okay, Leute, wir sind jetzt beim Haus der Erhängten. Das ist auch ein Ort im Todesgebiet, also in der dritten Ebene des Verstandener Geistergebietes. Und das ist auch ein sehr, sehr, sehr heftiger Spukort hier. Also ihr kennt ihn sicherlich auch aus einigen Videos von mir schon. Und wir haben da drin gerade gleichzeitig so ein Knacken gehört, so ein richtig krasses Geräusch. Ja, das kann ich bestätigen. Das war richtig heftig und wir haben auch die Energien hier gespürt. Ich heb mal die Kamera rein. Ich war ja auch schon mal drinne, also... Sieht man jetzt nicht so wirklich was, weil es ja dunkel ist. Aber vielleicht könnt ihr die Energien spüren, die sind wirklich... Sehr, sehr wow. Heftig. Also wie so ein eisig kalter Wind. Ja. Wir sehen uns dann gleich bei der Geistervilla wieder. Allen finsteren Gerüchten zum Trotz uns... Bewusst, dass es dort ein Monster geben soll, macht sich die mutige Geisterforscherin Hildi auf den Weg zur Geistervilla. Was wird sie dort erwarten? Wir sehen es gleich. Leute, wir sind jetzt in der Geistervilla und wir haben gerade ein richtig krasses Signal mit Christians Geisterdetektor gehabt. Hört ihr das? Da hier bei diesem Tier ist so ein Viereck hingemalt. Ja. Hildi, spür mal mit deinem Geistergefühl. Ja, okay. Man spürt auf jeden Fall die Energien hier. Wow. Hier ist auch der Eingang zu diesem dunklen Zimmer, wo dieses Monster laut der Legende hausen soll. Ja, hier. Soll ich mal meine Taschenlampe holen? Ja. Ich hole mal meine Taschenlampe und dann gehen wir da mal zusammen rein. Ja. Ja. Ist schon an. Okay. So, Leute. Ich hole jetzt meine Taschenlampe und Christian nimmt seinen Geisterdetektor mit rein. Und dann werden wir in dieses Zimmer gehen und da forschen. Und gucken, ob wir ein Signal bekommen. Also nochmal. Aber du musst aufpassen, weil hier ist es sehr, sehr wackelig und hier fällt man sehr leicht hin. Was? Der Boden gibt nach. Ja, ich weiß, also weil hier solche Schaumstoffdinger sind. Da liegt ganz schön viel Schutt auf dem Boden. Kommst du? Ich finde das so ätzend. Guck doch mal da hin. Das waren die Penner, die hier gehaust haben, ich schwör. Die haben hier ein Bett reingestellt, die Idioten. Also es ist tatsächlich, gibt auch Geschichten, dass sich Leute drin verschwunden. Also dass die Leute, die hier auf Geisterforschungszwecken oder auch, weil sie obdachlos waren oder so übernachtet haben und dann spurlos verschwunden sind durch das Monster. Wir gucken mal. Wir hatten gerade ein Signal. Ja? Ja, auch wieder kurz. Zu diesem komischen alten Kuscheltier-Ding oder was es ist, gibt es auch eine krasse Story. Erzähl mal. Das soll auch was mit dem Monster zu tun haben. Das soll irgendwie so eine Opfergabe für das Monster gewesen sein. Und wir haben da sogar mal Blut dran gefunden. Also ich und noch ein anderer Geisterforscher-Kollege, der mal mit hier war. Das war richtig krass. Alter, ist alles so voll. Das ist wirklich krass. Ja. Und ich habe auch mega Stress im Spiel. Ich auch. Das ist einer der heftigsten Spukorte des Geistergebietes. Ja, ich spür's. Gehen wir wieder raus? Ja. Das ist so krass, dieser Ort. Raus, okay. Kannst du auf Stopp drücken? Okay, ich drück auf Stopp. Warte, ich will noch den Flur da hinten filmen. Also das hier ist ein Plasma-Disc. Mhm. Und, die reagiert ja auf Geräusche. Die reagiert auf Geräusche. Ich kann sie einschalten, dann reagiert die auf Geräusche. Das ist wie ein Oszillator. Und damit wollen wir jetzt mal gucken, ob wir vielleicht was aufzeichnen können, ob die Geister irgendwie ein Geräusch machen und das Ding dann aufnimmt. Weil das nimmt auch so Dinge auf, die wir so nicht hören können. Deswegen habe ich gedacht... Wir könnten das Gerät aufstellen, ich nehme meine Gitarre mit und wir stellen das Gerät irgendwo hin, schalten es ein.
ich spiele was auf der Gitarre und dann sehen wir, ob das Gerät irgendeine Impulse gibt in Bezug auf den Geisterdetektor. Ob der Geisterdetektor mit dem Gerät reagiert. Das können wir auch mal ausprobieren. Das machen wir beim nächsten Mal, wenn ich im Sommer wieder herkomme. Okay. Und wenn wir wieder hier sind. Okay, aber jetzt sind wir mal ganz still. Ich halte das mal hier so rein, ob das was reagiert. Wenn du da bist, kannst du dann mal dieses Gerät hier leuchten lassen? Vielleicht ein Geräusch machen oder so? Also machen sich hier keine solchen Geräusche, ich glaube. Sonst würden wir damit gucken. Weißt du, wo man dieses Ding mal richtig gut testen könnte? Wenn man mal in der Nacht was filmt. Wenn man mal in der Nacht so eine Überwachungskamera an einem Spukort aufstellt und dann dieses Ding daneben. Eigentlich war mein Plan heute Morgen, wir nehmen die Gitarre mit. Das habe ich jetzt vergessen. Weil ich dachte, ich bekomme ja heute eine neue Gitarre. Also jetzt gerade hatten wir was, aber das kann auch dadurch sein, dass wir geredet haben. Also wir hatten gerade ein kurzes Signal gehabt. Vorher. Oh. Wow. Oh, Alter. Ja, aber nur kurz. Wow, das war auf jeden Fall ein Impuls. Wir testen jetzt mal, ob wir hier ein Signal bekommen, weil hier mal eine Dämonenbeschwörung stattgefunden hat, Leute. Ja. Und wir haben jetzt gerade schon ein Signal. Also ihr seht, der Geisterdetektor von Christian geht hier gerade richtig ab. Hier spürst du den. Ja, krasse Energie. Ich mach nichts mit dem Plasma-Disc. Jetzt ist wieder weg. Ich lasse es zwar an, aber ich mach nichts damit. Guck mal, ob die was aufnimmt dann. Jetzt war das Signal wieder weg. Aber gerade war hier was. Ja, und ich habe es auch gespürt. Ja, und es war. Spürst du hier die Wärme? Ja. Ich spüre tatsächlich richtig krasse Wärme hier. Oha. Als der Geisterdetektor ausgeschlagen ist, hatte ich das gerade auf Lauflicht. Es hat sozusagen die ganze Zeit. Ist die ganze Zeit gelaufen, so wie jetzt, wenn ich es so anschalte. Aha. Und irgendwie hat es sich angefühlt, als wäre es damit verbunden. Es hat sich ja nur angefühlt, es war nur ein Gefühl. Okay. Das ist interessant. Wie als ob so magnetisch. Also hier unten ist es kalt ganz und verbunden hier in der Höhe da ist oben. Es warm. Ich glaube, da haben die früher diese Zeichen an die Wände gemalt, um die Dämonen zu rufen. Also wurde mir so erzählt, das sieht man natürlich heutzutage nicht mehr, weil alles mit Graffiti übersprüht worden ist. Aber früher hat man das halt richtig gesehen. Da hat jemand einen Drachen hingemalt. Ja, richtig krass. Und das spürt man heute immer noch so, die Energien hier. Ja, hier ist Signalschwächung. Aber hier war es vorher richtig stark. Aber jetzt auch. Wenn noch jemand hier ist und ihr möchtet, könnt ihr nochmal den Geisterdetektor von ihm ausschlagen lassen. Die Präsenz spürt jetzt hier auch nicht mehr so stark. Ist wahrscheinlich jetzt schon weg. Aber vorhin war es richtig krass. Oha! Jetzt ist es hier so in der Ecke. Als der Geisterdetektor ausgeschlagen ist. Also eventuell hat das okkulte Bedeutung, dieses Drachensymbol. Das kann auch sein, ja. Hörst du nochmal hier? Hallo, ist hier jemand? Ja, hier ist jemand. Definitiv. Wir sind nur hier, um zu kommunizieren und um zu schauen, ob ihr hier seid. Ich spüre gerade Geisterenergie. Ich auch. Da habe ich eben Dämonenenergie gespürt und hier jetzt Geisterenergie. Ja. Es geht mir genauso. Spür ich ganz genauso. Krass. Die Sirene ist eigentlich ziemlich... Geisterenergie. Das reagiert nicht auf die Sirene. Oh, hier drauf passt das nicht. Das reagiert wahrscheinlich nur so auf Geräusche, die so in der näheren Umgebung von dem Gerät sind. Laute Geräusche mit Mitteltönen. Das hier ist so weit weg, dass es wahrscheinlich die Mitteltöne nicht da drauf bringt. Ja. Mitteltöne, es gibt helle Töne, Mitteltöne und tiefe Töne. Und das ist so weit weg, dass es zu leise Resonanzen abwirft von den
Ja. Seid ihr schon lange hier? Also der Geisterdetektor schlägt hier auch immer wieder aus. Man merkt das auf jeden Fall. Es ist eine sehr krasse Energie hier. Geisterenergie und Dämonenenergie spürt man hier auf jeden Fall. Jetzt gerade wieder. Ich stelle es mal hier. Was ist dann noch? Ja. Leute! Du hast auch ein starkes Signal. Hallo! Leute! Also hier bei dem Drachen scheint auf jeden Fall was zu sein. Der hat sich auch gerade gesehen. Oh. Hallo. Hallo. Was ist? Okay. Wildi, was hast du gemacht? Das hört gar nicht mehr auf. Wildi, was hast du gemacht? Hey, kennst du mich noch? Das hört gar nicht mehr auf. Oha. Ich spüre auch voll die Geisterenergie. Oha, hier ist jetzt richtig warm. Hier ist Geisterenergie, wo ich bin. Aha. Lass mich hier führen. Oh! Spürst du das? Ja. Oh. Ich fühle schon gar nicht. Leute, Kippen. Ihr werdet gerade Zeuge eines richtig krassen paranormalen Phänomens. Okay. Probieren wir mal andere Frequenzen aus. Ja, hier war es wieder eins. Auf die Frequenz, wo wir gerade waren, ist es richtig abgegangen gerade. So ein krasses, sowas hatte ich auch noch nicht. So ein richtig, richtig krasses Signal. Also hatte ich schon, aber noch nicht mit dem hier. Und auch noch nicht auf Kamera. Die gröbste Frequenz, die hier schlägt es auch ein bisschen aus. Danke, dass du dich so bemerkbar machst. Also das ist wirklich cool. Richtig stark. Oha! Hä? Leute, ihr glaubt es nicht. Also jetzt geht's hier richtig ab. Und ihr seht, wir sind leise. Auch wenn wir nicht reden, düst es ab. Mhm. Also ihr werdet gerade Zeuge von sehr hoher paranormaler Aktivität und ihr könnt es hier ja auch an den Geräten sehen. Der schlägt jetzt wieder richtig stark aus. Ja. Okay. Jetzt ist es weg, Leute. Also gerade war hier... Frank! Ja, es war wieder mal das. Und na, diesmal nicht nur zwei verschiedene Geisterdetektoren, sondern zwei unterschiedliche Geräte haben die Spukenergie gemessen und haben auf die Geister reagiert. Okay. Und wir haben auch hier auch alle sehr, sehr starkes Geistergefühl und wir nehmen hier auch alle dieselben Energien wahr. Tatsächlich. Dämonen- und Geistenergie. Ja, also die Wesen möchten auch mit uns kommunizieren, das merken wir ganz deutlich. Und sie möchten sich vor allem auch bemerkbar machen jetzt. So Leute, wir haben jetzt noch ein bisschen geforscht und mit den Geistern auch kommuniziert. Jetzt haben sich die Energien ein bisschen beruhigt, aber ihr habt ja gesehen, das ging richtig, richtig krass ab hier. Also das war richtig beeindruckend und... Wir freuen uns auch total, dass wir euch das so zeigen können. Also diese Geisterforschungsmission war ein voller Erfolg und wir freuen uns, euch im nächsten Video wiederzusehen. Tschüss! Tschüss!